Huhu, ihr Lieben da draußen. Hier ist die Andrea mal wieder vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Auswahlorakel, das zeitlos ist, an dem jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte, egal in welcher Situation er ist. Wenn er mit dem Thema konform geht, und das Thema heute ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir schauen uns aber nicht die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft aus der normalen Sicht an. Also ich bin ja keine Wahrsagerin, also das mache ich nicht. Ich gucke sie mir an, oder wir gucken es uns an, aus der Sicht der Liebesgeschichte. Also was möchte dir deine Liebesgeschichte in Bezug auf die Vergangenheit der Liebesgeschichte sagen, der Gegenwart und der tendenziellen Zukunft? Also was sich sozusagen aus der Gegenwart entwickeln kann, wenn du die Gegenwart so belässt, beziehungsweise sie veränderst, wie auch immer. Wir gucken, was die Karten sagen. Ja? Oder was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass die Gegenwart jetzt so ist und die Zukunft könnte so sein, wenn du die Gegenwart jetzt so lebst. Also so in der Richtung. Ja? Also nicht, das ist die Vergangenheit, das ist die Gegenwart und so wird die Zukunft. Das mache ich nicht, sondern es ist eine Entwicklung alles und es kann, ne? Und das wird so ein bisschen aus der Sicht der Liebesgeschichte sein. Also ich werde sozusagen die Liebesgeschichte personifizieren, wenn ich dran denke. Manchmal vergesse ich das dann auch im Wahn der Lesung, aber das ist eigentlich geplant. Und du kannst jetzt erstmal, egal in welcher Situation du gerade bist, in die Legung reingehen und gucken, was es mit dir macht und ob du damit resonierst, ja? Also es ist egal, ob du Single bist, ob du in einer Beziehung bist, ob du frisch verliebt bist, ob du on-off hast, ob du weiß der Geier was hast, energetische Verbindung oder wie auch immer. Genau, ich habe heute keine Stapel, also keine, wie heißt denn das, Tarotkartenstapel, weil ich heute 3 verschiedene Decks verwende. Ja, die nämlich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft symbolisieren sollen. Und zwar habe ich da die 3 verschiedenen Tarotdecks genommen von dem klassischen Pamela Smith Tarot. Und zwar das davor Tarot, ja, das normale Tarot, also Rider White Smith und Pamela, Smith, genau. Und das Danach-Tarot, ja, und das Davor-Tarot ist dann sozusagen die Vergangenheit, das Normale ist das Jetzt und das After-Tarot ist die Zukunft. Und ich habe auch noch das New Vision, also die Tarot von der anderen Sicht, das werde ich vielleicht auch noch verwenden, wenn da eine Frage noch auftritt oder wenn da noch tiefer in irgendwas reingegangen wird. Das ist der Plan, und deswegen habe ich heute 3 Karten gezogen von meinem Steine-Deck, ja, und du kannst dir jetzt einen von diesen 3 Steinen, also 1, 2 oder 3, aussuchen. Das wäre dann in dem Fall sozusagen der Stapel 1 mit dem Fluorit, dann haben wir den Stapel 2 mit dem Phantomquarz und den Stapel 3 mit dem Apatit. Ich weiß jetzt nicht, wie der auf Deutsch heißt, das ist jetzt das Wort auf Englisch. Also 1, 2 oder 3. Du darfst dich jetzt entscheiden, welchen Stein du möchtest und dann eben auch in Anführungsstrichen welchen Stapel. Ja, und wie immer ist es so, dass ich Zeitmarkierungen mache zu den einzelnen Stapeln in Anführungsstrichen. Die verlinke ich unten in der Textbox. Ja, und dort verlinke ich dann auch die Decks, die ich verwende, und dann, falls einer Interesse hat, zu wissen, was das für ein Deck ist. Ja, okay, dann würde ich sagen, dann schauen wir mal an, was die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu sagen haben von deiner Liebesgeschichte. Ja, dann haben wir hier also den Fluorit, den Stapel Nummer 1. Ja. Das ist, hier ist auch immer noch so ein Keyword-Satz, da heißt es, finde deinen Platz in dir. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dann auf die Legung zutrifft, das lassen wir jetzt einfach mal hier an der Seite liegen. So, fangen wir mal mit der Vergangenheit an und fragen die Vergangenheit. Also es ist jetzt erstmal wichtig, dass du da natürlich genau hineinspürst, ob das deine Liebesgeschichte ist, von der wir jetzt sprechen. Und wenn es nicht deine Liebesgeschichte ist, leg die Legung weg, es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. So, und jetzt fangen wir mit der Vergangenheit an, deiner Liebesgeschichte, und fragen die mal,
was denn in der Vergangenheit, was sie über die Vergangenheit zu sagen hat. Vielleicht sagt sie dir ja auch, was eben vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Kann ja auch sein. So, und dann haben wir hier noch die Gegenwart. Da haben wir ein kleines Deck, was auch gut ist, weil sonst würde das jetzt alles wieder nicht auf meine Kamera passen. Was möchte uns denn das Original Tarot sagen bezüglich der Gegenwart? Dem Jetzt. Und was hat denn das After Tarot noch zu sagen bezüglich der Tendenz? Jo, ups. Okay. Ich glaube, wir müssen ein Stück höher. Noch ein Stück oder vielleicht die Kamera noch. Leute, es ist nicht so einfach hier. Ich glaube, so geht's. Okay. Also, gucken wir mal die Vergangenheit an. Wir haben ja den Ritter der Schwerter, der sozusagen in den Krieg zieht. Die zwei der Schwerter, die sich die Augen zubindet. Und wir haben die 10 der Münzen, wo ein Kind geboren wurde, nehme ich mal an. Dann haben wir hier in der Gegenwart die Königin der Stäbe, die 7 der Schwerter und den Teufel. Und in der Tendenz den Ritter der Pentakel, die 10 der Stäbe und den Wagen. Ja, die Vergangenheit deiner Liebesgeschichte möchte dir sagen, dass du vielleicht in deine Liebesgeschichte einen Tick zu schnell reingeschlittert bist. Also, dass das alles sehr schnell ging. Vielleicht ist es aber auch so, dass in deiner Liebesgeschichte gerade... Ja, sehr schnell und unüberlegt, würde ich sagen. Und deswegen konntest du nicht so richtig in dich hineinspüren, ist das der richtige Weg oder nicht der richtige Weg. Auch wenn es vielleicht im Moment so aussieht, dass es der richtige Weg ist hier mit der 10 der Münzen. Wobei das aber hier der Anfang ist. Wir haben hier lauter Welpen und ein Baby. Also es ist im Moment noch nicht die Stabilität in deiner Liebesgeschichte, die vielleicht da gewesen wäre, wenn du hättest, bla, ne, das sollte man ja eigentlich nicht sagen, aber wenn das Ganze vielleicht nicht ganz so euphorisch und unüberlegt gestartet gewesen wäre. Und da passt eigentlich auch diese Karte hier rein mit Find Peace Within, also finde den Frieden in dir. Weil man kann ja eigentlich nur Dinge gut starten, wenn man bei sich ist. Und anscheinend warst du oder dein Gegenüber oder ihr beide nicht bei euch und seid so flott da reingestartet, dass es eigentlich noch nicht so richtig die Basis hat, um jetzt die 10 der Münzen ist ja eben eine glückliche Verbindung. Ne? Also es ist immer noch so am Anfang und es ist zwar jetzt keine schlechte Geschichte, die hier in der Vergangenheit jetzt sich entwickelt hat, aber sie hat nicht diese Stabilität, ja, weil so unüberlegt reingegangen ist. Und das Jetzt sagt dir, dass hier was im Argen ist. Und wir haben hier auch in der Mitte diese Karten, die so ein bisschen davon sprechen, dass man eben nicht bei sich ist. Also man eiert rum. Also es wird immer noch rumgeeiert, obwohl es eigentlich stabil sein könnte, weil man sich gegenseitig antricksert. Und das kann auch sein, dass in der Vergangenheit eben, weil es so schnell ging, dann auch sehr krasse Diskussionen stattgefunden haben. Oder dass dein Gegenüber oder du dann irgendwie unüberlegt nicht nur gehandelt hat, sondern auch unüberlegt gesprochen hat. Ja, und das ist natürlich eine Energie, die so ein bisschen nicht sehr produktiv ist. Ja, hier ist etwas im Moment, das sich nicht angeschaut wird. Man eiert rum, man übernimmt Dinge von anderen, anstatt bei sich zu gucken. Hier ist ja auch die Karte eigentlich bei sich zu gucken, was du in der Vergangenheit scheinbar nicht gemacht hast.
oder was nicht gemacht wurde. Ja, also es kann auch sein, dass das dein Gegenüber ist oder ja, und deswegen kann hier keine richtige Stabilität stattfinden. Es ist aber im Jetzt auch eine Energie da, die sagt, die Königin der Sterbe ist so eine, die ist sehr bei sich, sie ist bei sich, sie ist bei sich und handelt aus sich heraus, geht aus sich heraus in die Unternehmung und auch aus dem Herzen heraus, aber sie ist bei sich. Und das sagt das Jetzt. Du solltest aus dir heraus handeln. Nicht und nicht irgendwie was übernehmen von anderen oder rumeiern oder dich belügen oder andere belügen, sondern bei dir bleiben und dir deine eigenen Trickserpunkte anschauen, die damit zusammenhängen, vielleicht auch, dass irgendwas bei dir getricksert wird in Verbindung dieser Festigkeit der Verbindung. Also vielleicht bist du auch noch gar nicht bereit, um in eine feste Beziehung oder um eine festigere Geschichte reinzugehen. Ja, vielleicht wird auf alle Fälle hier was angetricksert gerade. Und jetzt ist der Zeitpunkt, mal bei sich zu gucken. Nicht bei dem anderen, nicht im Außen, nicht rumzueiern, sondern bei sich zu gucken hier mit der Königin der Stäbe. Und das sagt ja letztendlich hier auch der Fluorit. Du kannst dir den gerne als Stein mitnehmen und als Energie, wenn es geht jetzt wirklich darum, bei sich zu gucken, seinen eigenen inneren Frieden zu finden und aus sich heraus zu handeln, aus seiner Intuition heraus und zwar nicht stürmisch, sondern überlegt. Also die Vergangenheit kann auch so aussehen, dass wenn ihr jetzt bereits in einer Beziehung seid, dass ihr sehr stürmisch miteinander umgeht, sehr unüberlegt miteinander sprecht und dass ihr nicht wirklich bei Entscheidungen bei euch seid, ja, und dass deswegen diese Verbindung nicht weiter wachsen kann. Das kann auch so sein. Es kann auch sein, dass das passiert ist, als ihr euch gerade, auch wenn ihr euch gerade erst kennengelernt habt, dass ihr hier eine unüberlegte, schnelle Handlung, Sprache, weiß ich nicht, Diskussion stattfindet, ja. Und das ist aber deshalb, weil man nicht auf sich selber guckt, weil man rumeiert, weil man seine Triggerpunkte nicht anguckt. Und die sollte man sich jetzt angucken. Nur dann hat die Chance auch in eine die Verbindung auch in eine Chance in die Festigkeit nochmal richtig fest zu werden auch. Ja, und das sagt ihr so, also das sagt ihr im Endeffekt die Liebesgeschichte, ne? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. So, und die Zukunft deiner Liebesgeschichte sagt dir, dass tatsächlich, dass das, wenn du das langsam angehst, wenn das langsam alles angegangen wird, wenn es langsam wachsen darf, dann kann es auch bodenständig sein. Und wenn man den Gegenüber als auf Augenhöhe sieht und nicht als Konkurrent oder als niedriger oder höher oder weiß ich nicht, sondern wenn man auf die Augenhöhe geht, sagt mir auch diese Karte. Und wenn man von seinem Ballast loslässt und sich selber, das ist auch eine Karte, die mir so sagt, bei sich selber sein, weil das ist die 10 der Stäbe, wo der Mensch erkennt, boah, ich habe viel zu viel Ballast bei mir, ich erkenne mich gar nicht mehr, ich spüre mich gar nicht mehr, hier ist zu viel Verantwortung, zu viel Überlastung, zu viel ich weiß nicht was. Und er legt alles ab und nimmt sich das, was er braucht. Und das ist der Stab, der er selber ist oder den er selbst braucht für sich selbst zur Entwicklung. Ja? Und wenn du das tust, dann kann alles gut werden. Dann kann sich alles langsam entwickeln und dann kann alles bodenständig werden. Ja? Das sagt dir die Zukunft deiner Liebesgeschichte. Also es ist noch nicht alles verloren. Es geht darum, jetzt eben bei sich zu gucken, die Lügen und den Lug und den Betrug, den Eigenbetrug und die Eigenlüge oder auch die Lüge, die man dem anderen gegenüber spricht oder das, was man einfach übernommen hat, weil man glaubt, das ist besser, anstatt bei sich zu gucken, dass man sich das anguckt hier mit dem Teufelchen und bei sich geht. Und wenn du das tust, dann kann alles gut werden. Dann bist du bei dir. Dann kann diese Liebesgeschichte sich langsam entwickeln, nicht so schnell wie hier. Also das sind hier sehr unterschiedliche Energien, ja. Sie möchte langsam sich entwickeln, die Liebesgeschichte, damit sie eben auch bodenständig werden kann. Im Moment ist sie das noch nicht. Und damit man auch
zu Hause ankommen kann. Der Wagen ist ja letztendlich auch die Krebsenergie und Krebs ist immer das Zuhause, also vom das Sternzeichen Krebs. Und nur wenn man bei sich ist, kann man auch gemeinsam, hier haben wir ja Yin und Yang, ne, gemeinsam einen Weg gehen. Und im Moment geht das nicht. Das ist eigentlich das, was die Karten sagen. Jo, was legen wir denn noch? Also wichtig ist tatsächlich, den Platz in dir zu finden. Und den Frieden vor allen Dingen in dir. Ich habe ja jetzt noch so ein süßes Kinderdeck, das möchte ich legen. Da sind zwar ein paar Karten mit Keywords, die werde ich dann anders lesen in dieser, bei einer Liebeslegung, aber die Bilder zählen ja auch bei den Karten. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen Advice kriegen. Ist das jetzt überhaupt an? Ja, nicht, dass ich dann wieder das aus habe und das erst merke, wenn ich den Film hochlade. Das ist mir neulich im anderen Kanal passiert. Sehr krass. Ja, was haben wir hier? Give something away. Also du sollst, also das sagt mir so ein bisschen, lebe wirklich aus deinem Herzen. Nicht aus dem Kopf heraus, sondern aus deinem Herzen heraus. Und gehen die und gib, öffne dein Herz auch, sagt mir diese Karte, ja? Also da gehe ich jetzt mal wieder nicht mit dem Keyword. Dann haben wir hier, sei mutig. Weil wenn du mutig bist, dann kannst du auch zu Hause ankommen. Hier haben wir die Rune des Zuhauses und wir haben die Rune Gebo, die eben auch so, dass man sich trifft und die Isa, die bei sich ist. Also hier geht es wirklich darum, sei mutig. Guck jetzt erstmal, dass du bei dir bist und dass du bei dir zu Hause bist und dann kannst du mutig nach vorne gehen, langsam. Und dann kommst du mit deinem Gegenüber, wenn da einer ist, auch zu Hause an und wenn keiner da ist, wird dann der Gegenüber auf dich zukommen. Also falls du jetzt Single bist. Aber das geht nur, wenn du bei dir bist und wenn du in deinem inneren Frieden bist. Und wir haben hier, mach etwas Ruhiges. Ja, vielleicht, das sagt mir auch, dass du eigentlich, dass es hier da um die Stille geht. Nicht um die Aktion, sondern wirklich um den inneren Frieden. Ja, das sagen hier eigentlich alle Karten. Dass es um dich jetzt erstmal geht, bei dir zu gucken und dann aus dir heraus die Geschichte zu leben. Und dann kann sie sich wunderbar entfalten. Das sagen hier die Zukunftskarten vom After-Tarot, genau. Vom After-Tarot hört sich immer so ein bisschen blöd an. Vom Danach-Tarot, genau. Ja, das ist im Prinzip schon die Legung. Also easy peasy, ne? Also spür hinein, ob das hier irgendwie deine Energie ist, ob das deine Liebesgeschichte ist. Wenn ja, dann ist das wunderbar. Wenn nein, leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Und wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, dann darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Streamer. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von einer Sprachnachricht. Ich wünsche dir alles Liebe und hier ist echt nicht mehr viel zu, also eigentlich ist alles gut, aber es ist halt zu dynamisch im Moment und zu wenig bei dir, sonst alles gut. Tschüss! Ihr Lieben vom zweiten Stein oder auch Stapel oder wie man es auch nennen will, das ist jetzt das Phantom, der Phantomquarz hier und der ist so, dass man, dass da gesagt wird, embrace change, also du sollst die Veränderung umarmen, ja, das einfach nur mal schon am Anfang und dann werde ich jetzt anfangen hier mit der Vergangenheit und zwar geht es um die Vergangenheit, was deine Liebesgeschichte dir zu der Vergangenheit sagt. In deiner Liebesgeschichte, vielleicht hat deine Liebesgeschichte da was zu sagen. Du solltest, und danach mache ich die Gegenwart und die Zukunft, und du solltest dann unbedingt bitte, also das ist das Before-Tarot, du solltest unbedingt bitte dann genau hineinspüren, auch ob das hier deine Legung ist, ja? Und wenn es nicht deine Legung ist, wenn du gar nicht in Resonanz gehst, wenn es nicht deine Liebesgeschichte ist, dann leg sie weg, es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. So, also mit dem Before-Tarot werden wir jetzt immer die Vergangenheit abchecken. Mit dem Original 19, weiß gar nicht, wie es heißt, 19.9 werden wir
die Gegenwart abchecken. Und das ist aus der Sicht der Liebesgeschichte. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt gerade. Ich bin manchmal ein bisschen neben der Kappe, Leute. Und wir haben dann noch das After-Tarot, also das Danach-Tarot mit der Tendenz. Und da bin ich mal gespannt, was dir deine Liebesgeschichte und die jeweilige Zeit, Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft zu sagen hat. Du bringst einfach nur deine Liebesgeschichte jetzt rein, mehr braucht es nicht. Okay, passt alles. Was haben wir denn hier von der... Wir haben die drei der Kelche. Wow, die Vorbereitung des Festes sozusagen. Den Pagen der Kelche. Und wir haben den Turm. Oh, das ist eine interessante Geschichte. Der aber noch nicht, wo es aber noch nicht eingeschlagen hat. Das ist auch interessant. Das ist hier drauf. Ach, da wird der Fisch in das Dings da geschmissen. In der Gegenwart haben wir den König der Kelche. Jetzt dachte ich mir schon, die vier der Münzen und wir haben das Ass der Kelche. Wow, hier ist aber schon was am... In der Zukunft haben wir die acht der Münzen, den Hierophanten und den Gehängten. Das ist sehr interessant. Also wir haben hier eine Liebesgeschichte. Also wie gesagt, das kann eigentlich jeder mitmachen, egal in welcher Situation er ist. Aber ich glaube, hier haben wir eher eine Liebesgeschichte, die mehr so ein, vielleicht sogar auch ein Single anspricht oder jemand, der gerade jemand kennengelernt hat, wo alles noch so am Anfang ist. Aber wenn du in einer Beziehung bist, dann kannst du das natürlich auch, dann kann man das auch wunderbar benutzen. Aber so die ersten Karten sagen mir eigentlich, dass es eher ein Anfangsding ist. Und die Vergangenheit sagt dir von deiner Liebesgeschichte, ja, hier, da war viel los, da waren viel Freude, da waren Einladungen, da hat man vielleicht irgendwo jemanden kennengelernt und es war super. Und aber dein Gegenüber oder du habt euch nicht wirklich geöffnet. Also der Bube, der Page ist ja auch immer ein Kleiner, der sagt immer, ja, hier ist irgendwas da ist was ins Herz reingekommen, aber es ist, es ist ein Angebot da, ein Liebesangebot da, sage ich mal, oder man hat ein Liebesangebot gespürt, aber es ist nicht wirklich, man hat sich nicht geöffnet oder der Gegenüber hat sich nicht geöffnet oder ihr beide. Also ihr seid beide noch in einem System drin, in eurem eigenen System. Obwohl die Begegnung mit diesem Menschen eigentlich total freudvoll war und so weiter. Vielleicht denkt man auch, da ist noch ein anderer Mensch im Spiel und man ist also ein Konkurrent in Anführungsstrichen. Ne? Also es ist ja eher so eine Geschichte, wo man sich vielleicht gerade kennengelernt hat oder ne, auch als Single, da ist man ja dann noch Single. Und da ist noch alles unklar und man weiß nicht, wie es ausgeht und man fühlt sich, es blitzt und donnert und man kann aber nicht aus seinem System raus. So, das wird ja letztendlich hier auch mit dem Phantomquarz gesagt, embrace your change. Also hier ist eine Veränderung, die stattfindet. Und der Turm, du kannst die Karte als Energie auch übrigens mitnehmen, als Standbild. Und mit dem Stein arbeiten. Also, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also hier ist auf alle Fälle eine Veränderung. Ja, der Turm, der möchte aufbrechen. Das Herz möchte aufgehen. Da möchte was gestartet werden. Da möchte was Neues in deine Liebesgeschichte. Oder eine komplett neue Liebesgeschichte möchte starten. Kann natürlich auch sein. Das ist in der Vergangenheit. Und wenn du jetzt in einer Verbindung bist, dann ist es ähnlich. Dann seid ihr... Zwar oberflächlich gesehen geht es euch gut, aber da möchte eine Veränderung rein, die vielleicht noch einen Tick tiefer geht, zum Beispiel. Ja. Es ist immer schön, in der Freude zu sein, in der Liebe, aber manchmal ist es, irgendwann erreicht man einen Punkt, wo es einfach mehr in die Tiefe gehen sollte und da darf dann bei sich und bei dem anderen was aufbrechen. Ja. Das gilt jetzt für alle Situationen so. Im Jetzt ist es so, da ist ganz viel Liebe, die gelebt werden möchte. Und die liegt hier auch noch unter dem Turm, ja, also sprudelt nur so über.
Und da ist ein Mensch in deinem Leben, der auch Liebe für dich hat, der sie aber vielleicht eben nicht so zeigt. Ja, das ist dann eben diese Geschichte hier, ja. Und du öffnest dich nicht und oder der Gegenüber öffnet sich nicht. Also hier möchte eigentlich die Liebesgeschichte sagt dir, ey Babe, öffnet euch. Sprengt euer System, geht raus aus dem, was euch so einengt und traut euch das Herz zu öffnen. Riskiert etwas. Hier, der riskiert nichts, der hält alles fest, ja. Und wenn du jetzt bereits in einer Beziehung bist, kann es auch sein, dass du dich nicht für das Neue, was in eurer Verbindung jetzt dran ist, öffnest, weil du Angst hast, dann vielleicht eben auch den Partner zu verlieren. Oder auf der materiellen Ebene was zu verlieren, ja. Aber die Liebe ist da. Also hier wird was festgehalten, obwohl die Liebe gelebt werden möchte. Und das ist auch schon in der Vergangenheit sichtbar. Da ist was Tolles reingekommen, was Freudvolles, Leichtes, Liebe, die hier auch jetzt gefestigter ist und gelebt werden möchte. Aber hier ist der Turm und der steht da und steht da und steht da und man hält fest und öffnet sich nicht. Du sollst die Veränderung umarmen, nicht das, was du jetzt gerade hast. Festhalten, ja? Also, okay. Und die Zukunft deiner Liebesgeschichte sagt dir, wenn du jetzt nicht losgehst und das freigibst, was eigentlich gar nicht mehr wichtig für dich, was gar nicht mehr emotional dich hält und dich traust, auf diesen Menschen hier zuzugehen, ja, dann wird nichts aus der Liebesgeschichte. Ja, dann wird da nichts draus. Also, es liegt jetzt an, wirklich sich zu öffnen, aus seinem eigenen rigiden System rauszugehen oder aus seiner Vorstellung, die man hat. Der Turm kann auch eine Vorstellung sein. Vielleicht ist jemand in dein Leben getreten, der ganz anders ist, als du das normalerweise dir gewünscht hättest. Vom Äußeren her, vom Prestige her, vom Alter her, vom keine Ahnung, was es noch, von der Kultur her. Ja, vielleicht ist da irgendwas, was anders ist, was du gar nicht wolltest und jetzt klopft dein Herz und du kannst dich nicht öffnen, weil du willst den gar nicht. Das sind diese Geschichten hier, das sind diese alten Systeme. Vielleicht geht es auch um ein altes Glaubenssystem, ja, ein Glaubensmuster, obwohl das ist ja dann ein Glaubensmuster. Ja, und die Zukunft deiner Liebesgeschichte rät dir sozusagen, öffne dich. Trau dich, jetzt auf diesen Menschen zuzugehen. Guck dir das mal alles von der anderen Perspektive an und geh raus aus deinem Stillstand. Weil da ist ein Mensch, der möchte dich auch nähren. Ja, da ist jemand, der ist für dich da. Du wirst da nicht in eine Opferrolle fallen oder sonst irgendwas. Oder es liegt ja auch immer an einem selbst, ob man ein Opfer ist oder nicht. Und wenn du nicht aus deiner Geschichte rausgehst, dann wirst du zum Opfer. Also wenn du nicht aus deiner Enge rausgehst. Und weil die Liebesgeschichte kann gut werden, wenn du jetzt aus dem Turm gehst. Vielleicht, das kann natürlich auch der Hierophant bedeuten, kann sie dann eben auch gefestigt werden. Ne? Der Hierophant ist ja auch Festigkeit. Der bedeutet oft auch, dass man eben Ehe, ne? Eine Ehe, ja. Also Ehe im übertragenen Sinne würde dann bedeuten feste Beziehung. Kann es auch bedeuten, ja. Also, aber das geht nur, wenn du aus deinem eigenen Glaubenssystem rausgehst. Ich lege hier, glaube ich, nochmal die New Vision. Tarotkarten, da möchte ich noch mal hier bei den Zukunftskarten ein bisschen klären. So, wollt ihr uns noch was sagen, New Vision? Na komm schon. Sehr geil. Ach, das ist ja entzückend. Das ist jetzt sehr geil. Guck mal, Leute, wir haben hier beim Gehängten, haben wir den Gehängten von der anderen Seite. Und du hast wirklich Angst, dass du an den Pranger gestellt wirst, wenn du dich in diese Verbindung reinbegibst. Aber es wird nicht so sein, wenn du dich da öffnest. Es wird nicht so sein. Du wirst genährt werden. Und hier beim Hierophanten haben wir
Die vier der Münzen, die wir hier auch schon haben, nur umgekehrt. Und der Mann guckt auf einen Berg. Also das ist so deutlich, dass du hier an einem, dass hier an einem Glaubensmuster noch was dranhängt oder an irgendeinem Dogma, aus dem du dich lösen solltest, damit diese Geschichte auch ins Fließen kommen kann, weil sie möchte ins Fließen kommen mit der Herrscherin, ja. Die möchte geboren werden, die möchte wachsen, die möchte fließen und hier ist das Tor offen, ja. Hier geht es ja auch darum, neue Wege zu gehen. Also trau dich in, und die Herrscherin ist in dem Fall vielleicht sogar dieser Mensch, die Herrscherin wartet, dass du reinkommst, ja. Könnte man jetzt auch so deuten. Also mach dich auf, geh in die Veränderung. Das raten dir die Karten unbedingt, ja. Wow, das ist jetzt echt interessant. Und auch hier will ich noch von einem Deck, was eigentlich ein Kinderdeck ist und was aber manchmal Keywords hat, die jetzt nicht so passen zu einer Liebesgeschichte, aber ich werde dann das Bild ganz intuitiv lesen, also nicht wundern. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Input. Weil das ist so süß. So, was haben wir hier? Embrace your uniqueness. Du sollst deine Einzigartigkeit auch noch umarmen, zusätzlich zu der Veränderung. Und vielleicht hast du nämlich Angst. Vielleicht geht es hier wirklich auch um das andere und du sollst vielleicht auch nicht nur deine Einzigartigkeit umarmen, sondern auch die Einzigartigkeit deines Gegenübers, weil man will ja den Gegenüber oft auch in eine Box stecken oder man steckt sich selber in eine Box, damit man dem Gegenüber genügt, ja. Es kann auch so rum sein, das gilt jetzt beides und es gilt darum, dass man sich selbst und den anderen so lässt, wie er ist, ja. Und auch so liebt, wie er ist. Und die Liebe ist da. Also ihr liebt euch auf alle Fälle in eurer Einzigartigkeit. Aber das Menschsein stopft ja immer alles in Boxen. Das ist in dem Fall die Box und auch der Hierophant. Und da gilt die Einzigartigkeit nicht. Und hier gilt es, auf die Einzigartigkeit zu gucken. Auf deine Einzigartigkeit und auf die deines Gegenübers. Und dann kann das Ganze super genial funktionieren. Und wir haben hier viel protected. Du bist geschützt. Das fühlt sich, das sagt mir auch hier irgendwie so ein bisschen dieser Hanged Man, ja. Der hängt fest, der ist in seinem Erleuchtungsprozess sozusagen, ja, in seinem Aufwachprozess und er ist geschützt, er ist genährt, da ist jemand, der da ist. Also das sagt mir auch so ein bisschen, das ist eine unheimlich schöne Verbindung hier in dieser Legung. Da ist Wärme, da ist Liebe, da ist alles da, aber da ist irgendwas im Außen, was nicht passt. Und was eben ein Glaubensmuster ist oder was von außen aufgedrückt wird. Believe in the magic of life, sagt die Eule. Glaube an die Magie des Lebens. Ja, das nehme ich jetzt als Schlusswort. Geh einfach in die Magie rein. In die Magie eurer Liebesgeschichte. Und dann ist es auch nicht so schwer, sich auf den Weg zu machen und in die Veränderung zu gehen. Das ist die Legung. Ja, dann spür doch bitte hinein, ob das deine Energie ist, ja. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich. Wenn nein, wenn du also nichts rausholen kannst aus der Legung und sie nicht für dich gemacht ist, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann nicht auf jeden zutreffen. Und wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Hier ist ein Riesenpotenzial in dieser Liebesgeschichte, auch wenn das hier erstmal nicht so aussah. Aber wenn du dich öffnest, schon. Und er, dein Gegenüber. Tschüss. So, ihr Lieben, vom dritten Stein oder auch Stapel. Das ist jetzt hier der Appetit. Also, der sieht so schön aus, der Stein. Und hier steht als Keyword, get out of your comfort zone. Also, du sollst aus deiner Komfortzone rausgehen, sagt diese Energie des Steines.
gucken wir mal, was die Karten sagen. Also bei den anderen Legungen ist das sehr konform gegangen mit dem jeweiligen Stein, also mit dem Keyword-Satz hier. Gucken wir mal. Also wir legen, ich habe ja hier das Before Tarot, das normale 1909er Rider-White-Smith Tarot und das After Tarot, das Danach Tarot. Und wir werden jetzt das jeweils legen für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und du solltest einfach deine Liebesgeschichte reinbringen. Ja, ich lese aus der Sicht der Liebesgeschichte sozusagen, also was die Liebesgeschichte dir rät, im Falle vom Jetzt und auch der Zukunft vielleicht. Und genau. Und du solltest dann eben genau hineinspüren, ob dies die Energie deiner Liebesgeschichte ist. Und wenn es nicht so ist, wenn du nichts rausholen kannst, leg die Legung bitte weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann nicht auf jeden zutreffen. Genau, und das ist jetzt hier, wie gesagt, die Vergangenheit. Und dann wollen wir uns auch noch die Gegenwart angucken. Mit dem 1909er Original Rider-White-Smith Tarot Deck. Das kleiner ist, wie ihr seht. Sonst würde ich das jetzt auch gar nicht hier auf die Kamera wahrscheinlich kriegen. Und dann haben wir noch das Danach-Tarot, das After-Tarot, das jetzt die Zukunft oder die Tendenz sozusagen symbolisiert. Die wollte aber irgendwie auch raus. Ne, das sind aber jetzt mehrere, dann wollte sie nicht raus. Okay. Muss gerade mal überprüfen. Ich glaube, man kann alles sehen. Okay, was haben wir hier? Wir haben die Justice mit der Taube und dem Schwert da unten noch. Der Wagen, der sich, der Wagenlenker, der in den Wagen reingeht. Und wir haben, die hatten wir in der ersten Legung schon, die zwei der Stäbe. Hatten wir jetzt schon in der zweiten Legung auch, genau an der gleichen Stelle, den König der Kelche, die acht der Schwerter und die Königin der Kelche. Wow, wir haben hier ein Paar. Und zwar aus der gleichen Farbe, das ist für mich dann auch immer sowas wie eine Seelenverbindung. Die Zukunft sagt, Königin der Münzen, drei der Münzen und zwei der Münzen, interessant. Ja, das ist jetzt hier oben mit den drei Vergangenheitskarten etwas schwierig für mich. Ich muss da mal kurz reinspüren, Leute. Ja, also ich würde sagen, die Vergangenheit sagt dir, oder es war so in der Vergangenheit, dass in deiner Liebesgeschichte, wir haben ja lauter Karten, die auch irgendwie von einer 2 sprechen. Wir haben hier die Waagschalen, wir haben hier die zwei Sphinxen, die ja eben auch die Dualität ein bisschen darstellen, und wir haben hier zwei Schwerter. Also es ist sehr interessant. Und die 11 ist ja auch 2 hier, ne, wenn man das nochmal so zusammenrechnet. Also die Zahl. Also hier geht es irgendwie um die Balance in deiner Liebesgeschichte. Und ich glaube, in der Vergangenheit war eben nicht die Balance da, um gemeinsam einen Weg zu gehen. Wenn es jetzt bereits um Gegenüber geht bei dir in der Liebesgeschichte. Ja. Also die Vergangenheit sagt, es ist keine Balance da gewesen und kein innerer Frieden, um gemeinsam einen Weg zu gehen. Man wollte vielleicht einen gemeinsamen Weg gehen, aber das hat nicht funktioniert, weil eben der innere und der äußere Frieden und die innere und die äußere Balance, also die innere Balance von der Liebesgeschichte, sagen wir es mal so, aber auch von dir und dem Gegenüber nicht da waren. Und solange diese Balance nicht da ist im Innen, also in einem selbst und im Gegenüber, kann in der Liebesgeschichte auch keine Balance sein. Und die ist nicht da. Und die Karte sagt mir eben auch, dass es wichtig ist, in die innere Balance zu gehen. Und die Justice sagt mir, dass es wichtig ist, dass, oder sagt mir jetzt, die Vergangenheit sagt, dass es auch wichtig ist, den anderen, also in die Gleichheit zu gehen und so, und den anderen eben, und in die Unterscheidungsfähigkeit, den anderen so zu lassen, wie er ist. Und man sich selbst so zu lassen, wie man ist. Nur so kann man gemeinsam einen Weg gehen. Und das ist in der Vergangenheit nicht passiert.
dass man den anderen nicht so gelassen hat, wie er ist, und man sich selbst nicht so gelassen hat, wie man ist, dass man nicht in der, dadurch nicht in der Balance war, und dadurch konnte man nicht gemeinsam einen Weg gehen. Man hat es zwar versucht, aber es ging nicht. Und das passt jetzt auf alle Situationen im Endeffekt. Auch auf das Single-Sein, dann bist du selbst jetzt nicht in der Balance. Mit deinem männlichen und weiblichen Aspekt vielleicht auch nicht, ja. Dann ist irgendwas bei dir nicht in der Balance, dass du nie wirklich starten konntest. Du hast dich vielleicht immer mal in den Wagen reingesetzt, aber bist nie richtig, weil du gar nicht wusstest, wohin, ja. Wir haben hier auch zwei Karten, die so sagen, wenn man nicht die Balance hat und den inneren Frieden, dann weiß man den Weg auch nicht. Dann ist man im Zweifel. Ja. Das ist die Vergangenheit. Das Jetzt sagt, da ist aber Liebe, da ist ein Mensch, der Liebe hat und für den du Liebe hast. Ja? Da ist eine sehr kraftvolle Verbindung, eine sehr tiefe Verbindung, eine Verbindung, die eben auf Gleichheit beruht und auf Augenhöhe, was ihr aber im Moment in der Liebesgeschichte oder in der Vergangenheit noch gar nicht leben konntet. Und was im Moment auch schwierig ist zu leben, weil jeder in seinem eigenen Gefängnis steckt und sich, was Kopfkino sein kann, was äußere Einflüsse sein können, was Glaubensmuster sein können. Das liegt hier auch noch genau zwischen diesen zwei Karten. Das ist unglaublich. Also das ist sehr deutlich, dass in der Gegenwart gerade auch diese Liebe gar nicht gezeigt und gelebt werden kann, weil man in einem Gefängnis steckt. Aus Glaubensmustern, aus Kopfkino, aus emotionalen Kino und oder eben aus Einflüssen von außen, was die Norm ist. Oder vielleicht ist der Gegenüber, passt nicht in die Norm rein zum Beispiel, kann auch sein. Oder man selbst glaubt, man passt nicht zum Gegenüber oder wie auch immer, solche Geschichten. Was ja eben auch mit dem zu tun hat, dass man unterscheidet. Der eine ist so, der andere ist so, da ist Liebe und bumm, dann kann es doch funktionieren, indem man den anderen so lässt, wie er ist. Das ist jetzt die Lernaufgabe eigentlich im Jetzt, dass man die Liebe zulässt und man den einen, den Gegenüber lässt, wie er ist, und man sich selbst lässt, wie man ist, und einfach so, wie man ist, aufeinander zugeht und diese ganzen Glaubensmuster und Kopfkino-Geschichten mal sich daraus befreit, dass wenn das jetzt geschieht. Ach, wir hatten ja hier auch noch den Stein mit der Komfortzone, und das ist letztendlich hier auch immer eine Komfortzone. Es tut zwar weh, wenn man sich einsperrt, weil man dann nicht raus kann und man hat dann eine Sehnsucht oder irgendwas, ne, wenn man sich mit seinen eigenen Glaubensmustern und Vorstellungen und weiß ich nicht was oder von anderen sich einsperren lässt. Aber das ist letztendlich auch eine Komfortzone, weil man fühlt sich da natürlich auch sicher. Und jetzt gilt es, aus der Komfortzone rauszugehen. Du kannst gerne diesen Stein, wenn du den nicht hast, einfach mal hier als Standbild machen. Wenn es nicht verschwommen ist, und dir als Energie mitnehmen, dann kann der dir helfen, eben aus dieser Komfortzone hier rauszugehen und dich wirklich auch zu trauen, dann in den Wagen zu steigen, der ja schon die ganze Zeit dasteht. Ja, der Startknopf ist da, sozusagen. Dass die Zukunft sagt dir, ja, Babe, das kann alles gut werden. Das kann wirklich super genial werden. Das Ganze, diese Liebesgeschichte kann in eine wunderbare, es regnet hier, es ist ein bisschen laut, ich hoffe, ihr versteht mich, ich muss jetzt schreien. Also diese Liebesgeschichte hat Potenzial zu wachsen, in die irdische Welt gewebt zu werden, wirklich aus dem Herzen heraus, dass man auch in eine gefestigte Verbindung, Beziehung gehen kann, wenn man da noch nicht drin ist, ja. Und hier auch diese Karte sagt mir, dass man gemeinsam, dass da eine Basis ist, dass man gemeinsam drauf aufbauen kann. Also, und dass man auch eben ein bisschen spielerisch, dass diese Verbindung auch spielerisch gelebt werden kann. Also nicht nur fest, nicht nur ernst und fest, sondern auch spielerisch. Also das sind hier ganz tolle Karten, die von einer ganz tollen Verbindung sprechen. Beziehung, würde ich jetzt mal sagen. Also feste Beziehung, in der man dann wirklich auch zusammen ist. Irdisch. Ja? Weil wir haben ja nur irdische Karten mit den Münzen.
Wenn das jetzt eine feste Beziehung bereits schon ist, ist hier irgendetwas, was außer Balance ist, was nicht in der Balance ist. Entweder dein Gegenüber oder es ist was in eurer Verbindung nicht in Balance gewesen die ganze Zeit. Es ging vielleicht um Entscheidungen, es ging vielleicht um Rechthaberei, es ging vielleicht um den anderen nicht so sein zu lassen, wie er ist, obwohl man was Neues starten möchte in der Verbindung, also wenn ihr bereits in einer Beziehung seid. Und dann gilt eigentlich der Rest auch das Gleiche, ja. Die Verbindung kann toll gelebt werden in der Zukunft, wenn man hier aus seinen Dingern rausgeht. Aus seinen dicken, fetten Gefängnis. Ah ne, warte mal, das war jetzt falsch. Obwohl, die wollte jetzt irgendwie auch noch raus. Okay, eigentlich wollte ich ja das New Vision Tarot verwenden. Also, Liebe ist auf alle Fälle da. Geht um die Komfortzone, Babes. Und, oh, jetzt haben wir hier was mit reingemischt, was gar nicht rein sollte. Blöderweise. Also wenn ich jetzt eine Karte ziehe, die nicht eigentlich zum Tarot gehört, dann muss ich noch eine ziehen, weil ich habe die... Ah, hier ist sie. Die vordere und die hintere Karte mit reingemischt gerade. Und eine ist noch drin, die da nicht reingehört. Also, diese Verbindung ist auf alle Fälle top, ja. Da geht es nur um diese Balance, um den inneren Frieden, um die Komfortzone, um Glaubensmuster... Und die Unterscheidung. Hier bin ich, da bist du und wir sind beide super. Eigentlich wollte ich die hier hinlegen. So. Also, wir haben hier, wow, das ist interessant. Das ist die Vier der Münzen von der hinteren, von hinten angeguckt, ja. Und man sieht, dass er direkt vor den Berg guckt. Also die Liebe kann gar nicht gelebt werden, weil man nicht loslässt von dem, ja, von der Komfortzone. Und es ist jetzt wichtig, das liegt auch hier bei diesen Vier der Schwerter, dass man jetzt wirklich sich aus allem rausnimmt, in dem man drin ist, die anderen sein lässt, wo sie sind, falls man von außen noch beeinflusst wird und in sich hineinspürt, was ja auch hier diese Dame macht. Die bindet sich ja gerade diese Augenbinde um zu spüren, was da los ist. Und wir haben ja noch den Herrscher von hinten. Also das sagt mir, dass diese Verbindung wirklich sehr fest ist. Also dass das wirklich eine ganz feste eine Verbindung ist, die hat Basis und die kann wirklich in der irdischen Welt wunderbar gelebt werden, ja. Okay. Aber hier ist wirklich noch Baustelle. Hier ist noch eine fette Baustelle. Mit der Komfortzone, ja. Mit dem Festhalten an der Komfortzone. So. Das kann auch sein, dass es eben innerhalb von einer Beziehung ist. Ja, da ist man ja auch gerade da, ist man oft in einer Komfortzone, weil sich viele Dinge reinschleichen in einer langfristigen. Ich habe hier ein Kinderorakel, was ich jetzt noch lege, wo ich nicht unbedingt immer die Keywords verwende, weil die manchmal nicht passen, weil es eben ein Kinderorakel ist. Aber die Bilder sprechen meistens Worte und die kann man super gut interpretieren. Okay, was haben wir hier jetzt? Bedanke dich. Sei dankbar. Sei dankbar für diese Verbindung. Vielleicht kannst du damit, indem du einfach dankbar bist für diese Verbindung, hier das Dankbaren, sage ich jetzt mal, ne? Deine Enge öffnen, indem du einfach dankbar bist. Oh, die hatten wir eben schon. Fühl dich geschützt, fühl dich beschützt. Die ist total schön. Du bist beschützt, du bist geführt. Du kannst dich öffnen. Diese Verbindung ist echt. Diese Verbindung ist ehrlich. Diese Verbindung ist bodenständig. Und du kannst dich öffnen. Diese Verbindung ist so beschützend, dass du dich wirklich öffnen kannst.
hier aus deinen Glaubensmustern raus und die Liebe fließen lassen kannst. Und wir haben hier noch Speak nicely to other people. Und das sagt mir so ein bisschen auch, du sollst auch lieb zu dir sprechen, zu deinem Gegenüber, zu deiner Liebesgeschichte. Weil die hat wirklich eine wunderschöne Energie, diese Liebesgeschichte. Und irgendwie sagen mir die zwei Giraffen auch noch, da geht es auch noch mal um Augenhöhe. Ja. Die ist wunderschön, diese Liebe. Und es geht eigentlich nur um Kopfgeschichten in dieser Liebesgeschichte. Ja. Man macht sich einen Kopf um den anderen, dass er vielleicht nicht da reinpasst in das, was man selber gerne hätte. Oder dass man selbst nicht da reinpasst, wo der andere einen gerne hätte. Darum geht es nicht. Es geht um Gleichheit, um Augenhöhe, es geht um Unterscheidungsfähigkeit. Wir hatten in der anderen Legung die Fische, da ging es um die, du bist einzigartig, ja. Das passt jetzt hier auch so ein bisschen rein. Jeder ist auf seine Art und Weise einzigartig und der sollte auch so genommen werden. Wenn die Liebe da ist, dann passt es schon. Ja, das sagt mir auch der Wagen. Also setzt euch in den Wagen. Seid mit euch im Reinen und mit der Liebesgeschichte und geht los und dann kann das wunderbar gelebt werden. Also es geht hier wirklich um die Komfortzone, rauszugehen aus der Komfortzone. Alles andere ist super. Das ist die Legung. Spür hinein, ob das deine Energie ist, ob das deine Liebesgeschichte ist. Wenn ja, dann ist das wunderbar, dann freue ich mich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, dann darfst du mich natürlich gerne anschreiben. AndreaWürk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema. Und du darfst mich über eine von diesen anschreiben oder eben auch ansprechen mit Sprachnachricht. Genau. Ja, ihr Lieben, ich danke euch fürs Mitmachen. Ich wünsche euch alles Liebe. Das ist eine schöne Geschichte hier. Tschüss.